zum Thema und zu unserem heutigen Gast. Sie konnten in der Presse verfolgen, einen Beitrag im Handelsblatt unseres heutigen Referenten, der die Überschrift trug: Vom Verfall der Sitten durch die Rettungspolitik. Die Überschrift geht weiter: Der Fall Zypern zeigt, dass die Rettungspolitik aus der Eurozone einen Schacherclub gemacht hat. Auf jedem Basar geht es ehrlicher und anständiger zu. Wenn sich nichts ändert, wird die europäische Einigung zerstört werden. Das ist starker Tobak, zumal wir auch als Sicherheitspolitiker uns eine starke Europäische Union wünschen, um, und wir haben das Thema ja nicht erstmals in der Sektion diskutiert, wir hatten die Bundestagsabgeordneten Björn Sänger, die Europaparlamentarier Dr. Wolf Klinz und Thomas jetzt zuletzt im November zu Gast, weil, und Herr Guthardt, Sie haben das damals noch mal sehr innig vorgetragen und will Sie an der Stelle auch hiermit begrüßen, dass wir seit über 60 Jahren Frieden und Freiheit auf diesem Kontinent erleben und diese Europäische Union mit einer der Säulen ist, die diesen Frieden und Sicherheit hier auf dem Kontinent sicherstellen. Insofern ist man so ein Stück weit hin und her gerissen. Auf der einen Seite diese Entwicklung, die Rettungsschirme, Steuergelder, die eingesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite aber eben auch das Erleben Frieden und Sicherheit auf einem Kontinent, dem es so lange Zeit so friedlich nicht zugegangen ist. Und Herr Guthardt, als der Senior der Sektion hier heute in seinem 99. Lebensjahr, ein herzliches Willkommen. Insofern wollen wir das Thema am heutigen Abend gemeinsam mit Ihnen, Herr Schäffler, betrachten. Man könnte ja durchaus, wenn man diesen sicherheitspolitischen, friedensstiftenden Auftrag der EU vor sich herträgt, ja jeden Rettungsschirm tapfer ertragen. Dennoch scheint es wohl gute Gründe dafür zu geben, an der einen oder anderen Stelle mal genauer hinzugucken und sich zu fragen, ob aufgrund der vorliegenden auch Vertragslagen, die ja nun auch in den letzten Jahren in der Europäischen Union auf den Weg gebracht wurden, die Dinge nicht möglicherweise anders gelöst werden könnten. Sie waren von Beginn an kritisch, haben gegen die verschiedenen Rettungsschirme gestimmt, nicht nur gestimmt, sondern sind auch öffentlich laut geworden, bis hin dazu, dass Ihnen, und das war ja nun bemerkenswert, vom Bundestagspräsidenten zusätzliche Redezeit neben der Fraktionsliste mit einem CDU-Kollegen, wenn ich mich recht erinnere, bewilligt wurde. Ihnen diese Redezeit heute Abend hier in Kassel gerne auch zur Verfügung stellen. Sie können Ihre Argumente hier vortragen und anschließend kommen wir sicherlich in eine spannende Diskussion. So soll das auch sein in der GfW-Sektion. Herr Schäffler, wenn ich Sie bitten darf, das Plenum ist Ihres. Nochmal ein herzliches Willkommen in Kassel. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lieber Herr Theus, ich hoffe, Sie geben mir mehr Redezeit als der Bundestagspräsident. Er hat mir nur 5 Minuten damals gegeben. Also, aber immerhin, ich bin auch sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Generalmajor Gesdorf, Herr Hane, Herr Büchsenschütz, vielen Dank für die Einladung hier nach Kassel. Bin gerne gekommen, um Ihnen meine Sicht der Dinge darzustellen. Und ich will meinen Vortrag heute in 2 Teile einteilen. Ich will Ihnen einmal die Situation des Euros beschreiben, wo wir stehen, was aktuell ansteht. Prima, jetzt versteht man mich, was aktuell ansteht
Und im zweiten Teil will ich aber auch ein Stück weit Ihnen darstellen, was aus meiner Sicht die Ursache eigentlich dieser Finanzkrise ist und welche Konsequenzen wir daraus ziehen müssen. Beginnen will ich mit dem Euro. Das ist, glaube ich, ja, ein bisschen zu laut. Muss man ein bisschen niedriger machen, glaube ich. Oder ich muss ein bisschen zurück. So, ja. Also beginnen will ich mit der Situation des Euro. Es geht eigentlich gar nicht um den Euro. In der aktuellen Finanzkrise in Europa geht es eigentlich um eine ganz andere Frage. Es geht nämlich um die Frage, wohin soll dieses gemeinsame Europa eigentlich gehen? Und das ist ein Richtungsstreit. Die einen wollen dieses Europa in eine neue Art des Zentralismus führen. Und die umschreiben das mit so Begriffen wie EFSF, ESM, Bankenunion. Vielleicht versteht man mich auch so. Bankenunion. Aber am Ende meinen die immer das Gleiche. Sie wollen die Krise benutzen, um den europäischen Superstaat durch die Hintertür zu schaffen. Sie wollen uns nicht fragen im Wege einer Volksabstimmung, sondern sie wollen Fakten schaffen, hinter die man später nicht zurückgehen kann. Und es gibt ganz mächtige Interessen, die genau das wollen. Das Europäische Parlament will das. Die Europäische Kommission will das. Beide wollen endlich ein richtiges Parlament und eine richtige Regierung sein. Und was gehört zu einem richtigen Parlament und zu einer richtigen Regierung dazu? Zwei Dinge. Zum einen, dass man selbst Steuern erheben darf. Und zum zweiten, dass man sich selbst verschulden darf. Und beides darf die europäische Ebene aktuell nicht. Sie darf keine Steuern erheben und sie darf sie nicht verschulden. Und deshalb ist das Europäische Parlament, aber auch die Kommission dafür, dass endlich in Europa eine Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Also eine Umsatzsteuer auf Finanzaktionen, auf Finanztransfers. Nicht, weil sie glauben, dass damit künftige Finanzkrisen verhindert werden können. Nein, sie wollen endlich eine eigene Steuer haben, die sie auch in ihrer Höhe bestimmen können. Und die Europäische Kommission ist für diese ganzen Rettungsschirme deshalb, weil sie endlich einen Fuß in die Tür bekommen wollen der eigenen Verschuldung. Denn zurzeit ist es auf europäischer Ebene so, dass man sich nicht verschulden kann. Dass die Europäische Kommission immer am Katzentisch sitzt, wenn die Staats- und Regierungschefs über den mittelfristigen Finanzplan entscheidet, wie neulich geschehen. Ja, da hatten die 27 saßen zusammen und haben darüber verhandelt, wie die Etatplanung in den nächsten Jahren für die Europäische Union aussieht. Am Ende muss auch das Parlament zustimmen, aber im Kern geben die Staats- und Regierungschefs vor, was ausgegeben werden darf. Da waren die Briten, wollten es kürzen, die Südeuropäer wollten es massiv erhöhen und wir hatten so eine Vermittlerposition. Und unsere Vermittlerposition hat sich, glaube ich, am Ende ganz gut durchgesetzt. Aber für eine richtige Regierung ist das natürlich ein Armutszeugnis, das wollen die nicht. Ja, die wollen selbst Vorschläge machen und die wollen selbst sich verschulden können, so wie jede moderne Regierung auf dieser Welt. Und deshalb sind sie für beides, für eine Verschuldung und für neue Steuern. Und nicht nur die sind für diesen Zentralismus, sondern auch die Banken haben ein großes Interesse an diesem Zentralismus. Also Banker, die heute hier sind, dürfen sich heute Abend nicht angesprochen fühlen, nur so als Zwischenbemerkung. Die Banken haben ein großes Interesse an diesem Zentralismus, insbesondere die großen Banken. Denn Zentralismus bedeutet immer Bürokratie. Und Bürokratie kann sich nur der leisten, der groß ist. Die kleine Volksbank vor Ort kann sich das nicht leisten. Die haben schon zwei Bürokraten, die an die BaFin und an die Bundesbank berichten müssen. Wenn die jetzt demnächst noch an die Europäische Bankenaufsicht berichten müssen, dann müssen sie noch jemand einstellen. Und dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen den Laden dicht oder sie fusionieren zu einer größeren Einheit.
Und das ist auch die Tendenz im Bankenbereich. Die Banken werden nicht kleiner, sondern sie werden immer größer. Und wenn sie immer größer werden, was können sie dann machen? Dann können sie die Hand heben, wenn es schief geht, und sagen, wir sind systemrelevant und können damit den Steuerzahler erpressen. Genau das, was ja fortgesetzt in der europäischen Finanzkrise immer wieder geschieht. Die Banken erpressen im Kern den europäischen Steuerzahler, indem sie sagen, wir sind systemrelevant, wenn wir pleite gehen, habt ihr alle ein Problem. Also die haben ein Interesse daran. Aber nicht nur die, vielleicht an den jungen Herrn, ich hätte gern ein alkoholfreies Weizenbier, wenn das möglich ist. Nicht nur die haben ein Interesse daran, sondern auch die Nehmerstaaten haben ein Interesse daran. Denn die Nehmerstaaten sind selbstverschuldet in ihre Situation gekommen. Es ist kein Vulkan ausgebrochen, es war keine Katastrophe, sondern sie haben einfach mehr Geld ausgegeben, als sie haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man erklärt das der eigenen Bevölkerung und sagt, die nächsten Jahre werden etwas härter. Oder man verschiebt dieses Problem auf eine nächsthöhere Ebene. Und die haben sich für die nächsthöhere Ebene entschieden. Andere sollen das bezahlen. Sie wollen im Kern dieses Geldausgeben fortsetzen. Sie wollen es nicht einschränken, weil die Gefahr besteht, und die ist ja virulent, dass man abgewählt wird. Und eins will ein Politiker nicht, dass er abgewählt wird. Und deshalb tun die mehr oder weniger alles dafür, das Problem auf eine nächsthöhere Ebene zu verlagern. Also es gibt ganz mächtige Interessen, die diesen Zentralismus wollen. Nur es gibt eine Gruppe, die daran kein Interesse haben kann. Und das sind wir. Das sind die Steuerzahler und das sind die Sparer. Denn irgendeiner wird das bezahlen müssen. Und bezahlen muss es, nach aktueller Planung, der Steuerzahler und der Sparer. Der Grund ist, dass man zwei Prinzipien verletzt. Das eine Prinzip ist das Prinzip der marktwirtschaftlichen Ordnung, dass derjenige, der Risiken eingeht, für diese Risiken haften muss und die Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss. Wie in Kassel auch, wenn da ein Handwerker falsch investiert, seine Aufträge am Ende ausführt, aber nicht bezahlt bekommt, aus irgendwelchen Gründen. Kann er schuld sein, kann er nicht schuld sein, ist egal. Er haftet am Ende für seine Verbindlichkeiten, für seine Risiken, die er eingegangen ist. Und nicht nur er, sondern mittelbar seine Familie, auch seine Mitarbeiter. Ja, das ist ein tragendes Prinzip der Marktwirtschaft, dass es jene gibt, die falsch investieren, die falsche Entscheidungen treffen, dass die quasi auch bestraft werden. Wenn man dieses Prinzip außer Kraft setzt, also das Haftungsübernahmeprinzip außer Kraft setzt, naja, dann gibt es Freibier für alle. Dann gibt es diese Korrektur einer Marktwirtschaft, gibt es dann nicht mehr. Und deshalb ist die Haftung ein tragendes Prinzip einer Marktwirtschaft, einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Europa nur funktioniert, wenn es nach Recht und nach rechtsstaatlichen Prinzipien gehandelt wird. Alle haben die Verträge in Europa unterschrieben, aber kein Mensch hält sich dran. Und jetzt glauben wir durch neue Verträge, dass es diesmal funktioniert. Aber diese Verträge, die wir jetzt gemacht haben, werden genauso wenig funktionieren, weil sie auch nicht darauf angelegt sind, dass sie funktionieren. Der Preis für Deutschland, oder der anderen, so ist richtig ausgedrückt, zum Wohl. Der Preis der anderen, damit Deutschland dem europäischen Stabilitätsmechanismus, also dem dauerhaften Rettungsschirm, dem dauerhaften Schuldenschirm zustimmt, war, dass sie in ihrer Verfassung eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild schreiben. Und Sie wissen ja, wir haben 2009 in Deutschland eine neue Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben. Weil die alte so gut funktioniert hat, haben wir uns überlegt, jetzt brauchen wir endlich mal eine neue.
Nein, die alte hat natürlich nicht funktioniert. Die hat 30, 40 Jahre nicht funktioniert. Da hat sich keiner dran gehalten in Deutschland. Und dann haben wir in Deutschland überlegt, jetzt brauchen wir mal was Neues. Und dann hat man in Europa rumgeguckt, wer macht es besonders gut. Und dann kam man auf die Schweiz. Man hat auf die volkswirtschaftlichen Daten der Schweiz geschaut und hat dann gesehen, ja, niedrige Verschuldung, keine Arbeitslosigkeit, Wohlstand, attraktiv für Einwanderer, auch gut qualifizierte Einwanderer. Die haben bestimmt eine gute Schuldenbremse in ihrer Verfassung. Da hat man da reingeguckt und dann hat man das als gut empfunden und hat sie übernommen. Und jetzt glauben wir als Deutschland, dass es funktioniert. Ich bin ein Stück weit skeptisch, ob es funktioniert. Auch deshalb, weil wir ja davor eine hatten, die nicht funktioniert hat und sich keiner dran gehalten hat. Und wir haben jetzt eine, die im Kern besagt, dass ab dem Jahre 2020 Bund, Länder und der Rest keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Ja? Und gut, jetzt sind wir aktuell auf ganz gutem Weg, aber naja, wir haben einige Bundesländer, die das nicht so ganz einsehen und es auch nicht entsprechend umsetzen. Also da kann man durchaus ein paar Fragezeichen setzen. Aber die Frage ist, reicht es aus, eine Schuldenbremse in eine Verfassung zu schreiben? Ist das eigentlich, sag ich mal, ausreichend, damit es am Ende funktioniert? Und da sage ich Ihnen, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Die Schweiz ist nicht deshalb besser als viele andere Länder auf dieser Welt oder in Europa, weil sie das in ihrer Verfassung stehen haben, sondern dass sie es in der Verfassung stehen haben, war der letzte Schritt. Der erste Schritt war, dass sie eine Kultur, eine Übereinkunft in einer Gesellschaft gefunden haben, dass es gut ist, keine neuen Schulden zu machen oder weniger neue Schulden zu machen. Und das hat etwas mit der Geschichte der Schweiz zu tun. Die Schweiz hat eigentlich keine natürlichen Voraussetzungen dafür, dass sie wesentlich besser sind als die anderen. Die haben ganz hohe Berge, die haben ganz tiefe Täler, die haben schlechte Böden, keine Rohstoffe. Die haben keine Voraussetzungen dafür, dass sie es besser machen als andere. Und dennoch machen sie es besser. Und ich glaube, das liegt genau daran. Sie mussten sich einfach in ihrer Geschichte viel mehr anstrengen. Die mussten ihre Straßen durch tiefe Berge treiben, ihre Schienen über Brücken führen. Das war viel, viel aufwendiger, auch viel, viel kostenintensiver als, sag ich mal, auf dem flachen Land. Und das hat eine Kultur entwickelt, die sich dezentral aufgestellt hat. Man hat sie in der Familie geholfen, im Dorf, in der Stadt, im Kanton, aber man hat nie nach dem Zentralstaat in Bern gerufen. Und das hat wiederum auch die direkte Demokratie in der Schweiz so erfolgreich gemacht, bis heute. Und in der Folge war das dann das Ergebnis, dass man gesagt hat, dieses Prinzip müssen wir eigentlich in die Verfassung schreiben. Und jetzt glauben wir in Deutschland, wo wir nicht so hohe Berge haben, wo wir nicht so tiefe Täler haben, wo wir bessere Böden haben, mehr Rohstoffe haben, dass wir dieses Prinzip einfach übertragen können. Und da bin ich skeptisch. Und wenn wir es nicht übertragen können, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass das andere auch können. Denn es erfordert eben eine kulturelle Übereinkunft. Griechenland, glaube ich, wird es auch nicht können, denn sie haben einen anderen geschichtlichen Hintergrund. Ja, Griechenland war mehrere Jahrhunderte Teil des Osmanischen Reichs, ist vom Bosporus aus regiert worden. All das, was man an Steuern bezahlt hat, ist abgeliefert worden an einen Glaubensfeind. Das hat Korruption gefördert, das hat einen Zentralstaat gefördert. All das, was man da gemacht hat, hat sich eigentlich, naja, in die Kultur der Menschen bis heute eingepflanzt. Und jetzt glauben wir, dass man innerhalb von 3 Jahren diese Länder umerziehen kann. Ich sage Umerziehung deshalb, weil genau das geplant ist. Ja, man will aus den Griechen gute Europäer machen. Die sollen eine ordentliche Bürokratie haben, eine richtige Steuerverwaltung, endlich ein gutes Grundbuch. Ja, die sollen so werden wie der Durchschnittseuropäer. Aber vielleicht wollen die das gar nicht.
Und vielleicht ist das auch nicht sinnvoll, wenn wir alle gleich sind. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass sie anders sind als wir. Und die Spanier wieder anders als die Italiener und so weiter und so fort. Das heißt, das, was da stattfindet, war ursprünglich auf 3 Jahre angelegt. Im Mai 2010. Das war die Phase, wo ich mich entscheiden musste, wie gehe ich eigentlich mit diesem ganzen Rettungswahnsinn um. Und ich habe damals gedacht, ja, wenn du dich entscheidest, dann musst du aber auch versuchen, das konsequent durchzuhalten. Da kannst du nicht bei dem einen mal so abstimmen und bei dem anderen so, weil das Grundproblem immer das gleiche ist. Dass nämlich die Länder in Europa sich nicht an Recht und an marktwirtschaftliche Verhältnisse halten. Ja, sie wollen es sozialisieren und sie wollen den Rechtsbruch benutzen, um ihre eigenen Probleme zu überwinden. Aber ursprünglich im Mai 2010 hieß es, wir müssen Griechenland 3 Jahre vom Markt nehmen, dann müssen die ordentliche Reformen machen und nach 3 Jahren ist die Welt in Ordnung. Das war das Versprechen. Und dann hieß es, naja, machen wir einmalig mit Griechenland. Aber es war ja nicht bei Griechenland, dann kamen Irland, Portugal, mittelbar dann Italien und Spanien dazu. Ja, also das heißt, das, was eine Brandmauer sein sollte, war eigentlich ein Brandbeschleuniger. Inzwischen hat es Zypern erreicht, bald ist Slowenien dran. Das heißt, all das, was eigentlich eine Abschottung sein sollte, das ist eigentlich ja, eine Sintflut geworden, was die europäische Schuldenproblematik betrifft. Dieser Plan von 3 Jahren, der im Mai 2010 aufgestellt wurde, der ist mit gutem Wissen und Gewissen gemacht worden. Wie jeder Plan in einer Planwirtschaft. Aber wie in jeder Planwirtschaft funktionieren staatliche Pläne nicht. Und genau so war es auch bei diesem 3-Jahres-Plan. Nach dem einen oder anderen Schuldenschnitt hat man im Frühjahr 2012 festgestellt, dass dieser 3-Jahres-Plan nicht funktioniert. Und was macht man in einer Planwirtschaft, wenn der Plan nicht funktioniert? Man macht einen neuen Plan. Und genau das hat man gemacht. Man hat aus einem 3-Jahres-Plan einen 10-Jahres-Plan gemacht. Und dann hat man geguckt, dass im Jahre 2020 die Schuldenquote Griechenlands tragfähig ist. Und dann hat man in Europa geguckt, welches Land hat eine tragfähige Schuldenquote. Und dann kam man auf Italien. Italien hatte zum damaligen Zeitpunkt 120% Verschuldung zu seiner Wirtschaftsleistung. Und dann hat man gesagt, naja, wenn die im Jahre 2020 120% Verschuldung haben, die Griechen, dann ist das tragfähig. Das hat man dann so definiert, hat rumgerechnet, Maßnahmen beschlossen oder aufgeschrieben, Steuern erhöht, Ausgaben gekürzt, Wachstumsraten angenommen und so weiter und so fort, Arbeitslosenzahlen angenommen. Und dann hat man einen Strich drunter gemacht und hat alles ausgerechnet. Und da kam ein Schuldenstand heraus von 120,5%. Also nicht 120%, was schuldentragfähig wäre, sondern 120,5. Und dann hat man überlegt, was macht man jetzt? Rechnet man nochmal rum? Und dann hat man gesagt, ach, die 0,5 machen es dann am Ende auch nicht, den Kohl nicht fett. Hat das akzeptiert, ist an die Arbeit gegangen. Man hat aber am Ende das Ganze nicht, die Rechnung nicht ohne den Wirt gemacht. Denn zwischendurch haben die Griechen nochmal gewählt, haben ein halbes Jahr Wahlkampf gemacht, haben dann ein Ergebnis der Wahl präsentiert bekommen, das letztendlich auch eine Regierung zustande brachte, die auch schon vor der Wahl möglich gewesen wäre. Aber sei es drum. Im Herbst 2012 hat man dann am Ende festgestellt, dass der 10-Jahres-Plan nicht funktioniert. Und was macht man, wenn ein 10-Jahres-Plan nicht funktioniert? Man macht einen neuen Plan. Man hat aus einem 10-Jahres-Plan einen 12-Jahres-Plan gemacht. Hat nochmal neu gerechnet,
noch detaillierter gerechnet, noch realistischer gerechnet. Denn man hat festgestellt, wenn die so weitergemacht hätten, dann hätte Griechenland im Jahr 2020 145% Verschuldung gehabt. Und das wäre auch nach außen hin mit Sicherheit nicht schuldentragfähig gewesen. Da hat man 2 Jahre länger Zeit gegeben. Und flugs waren 110% Verschuldung im Jahre 2022 angenommen. Per Definition. Jeder weiß, dass das natürlich nicht funktionieren wird. Aber es ist ja noch lange hin. Ist ja noch sehr, sehr lange hin. Fakt ist nur, dass auch dieser Plan nicht funktionieren wird. Griechenland wird seine Verschuldung nie im Leben zurückzahlen können, sondern, auch das hat der griechische Finanzminister ganz aktuell erklärt, sobald Griechenland einen Leistungsbilanzüberschuss hat, muss es erneut einen Schuldenschnitt geben, damit die Schuldentragfähigkeit überhaupt erreicht werden kann. Gut, da ist noch lange hin, bis Griechenland einen Leistungsbilanzüberschuss hat. Aber sei es drum, zumindest wird man um einen weiteren Schuldenschnitt nicht herumkommen. Der neue Schuldenschnitt, der hat eine besondere Qualität. Weil viele sagen, ja, Schuldenschnitte sind ja wichtig, das muss man machen, die kommen ja nie mehr auf den grünen Zweig. Insbesondere Banken sagen das im Übrigen jetzt, dass auch Griechenland einen Schuldenschnitt braucht. Die Ursache dafür ist, dass Banken da sagen, ist, dass sie selbst nicht mehr Gläubiger sind von Griechenland. Sondern die Schulden Griechenlands sind eigentlich nur noch in öffentlicher Hand. Und dann kann ein Dritter natürlich leicht sagen, jetzt brauchen wir mal einen Schuldenschnitt. Und genau so wird das aktuell auch kommuniziert. Das heißt, all das, was man geplant hat, gemacht hat, hat alles nicht funktioniert. Sondern es hat sich eben in Europa wie ein Flächenbrand weitergegangen. Das absurdeste Beispiel erleben wir jetzt aktuell mit Zypern. Zypern, eine halbe Insel, ja, 800.000 Einwohner, das ist so viel wie der Kreis Recklinghausen und die Stadt Bottrop zusammen. Die größte zypriotische Bank ist kleiner als die Hamburger Sparkasse. Und diese überschaubare Einheit, die soll jetzt den Euro als Ganzes gefährden. Also da kann man ja bei Griechenland konnte man ja vielleicht noch als erstes darüber reden. Irland auch mit seinem Bankensektor konnte man auch noch drüber reden. Spanien als viertgrößte Volkswirtschaft in Europa kann man sicherlich auch sagen. Portugal, die enge Verflechtung zu Spanien, spricht auch vielleicht noch was dafür. Aber wofür nichts spricht, ist für Zypern. Das spricht nun wirklich nichts dafür. Aber genau daran können Sie festmachen, dass es nicht darum geht, unsere Währung stabil zu halten, um ein gutes Geld nach wie vor zu halten, sondern es geht darum, den europäischen Superstaat durchzudrücken. Das ist das Ziel. Es soll kein Land aus dieser Eurozone ausscheiden. Auf Däube komm raus. Wenn man das akzeptiert, naja, was heißt das am Ende? Am Ende heißt das die Vergemeinschaftung aller Schulden in Europa. Das ist die bittere Folge. Wenn man alles rettet, heißt das am Ende auch Eurobonds. Da können die bürgerlichen Parteien noch so schreien und die Hand heben und sich dagegen wehren. Die Konsequenz sind am Ende Eurobonds. Wenn man es nicht akzeptiert, dass Banken und auch Staaten in der Eurozone pleite gehen dürfen, wie es im Übrigen die Verträge auch vorsehen. Sonst hätte man das nicht in die Nichtbeistandsklausel schreiben müssen, in die europäischen Verträge, dass kein Land für die Schulden eines anderen Landes haftet oder für diese eintritt. Wenn das alles nichts gilt, hätte man es nicht reinschreiben müssen. Aber man hat es explizit reingeschrieben, weil man wollte, dass auch in der Eurozone Staaten insolvent gehen können sollen. Und da man das jetzt quasi außer Kraft setzt durch die Rettungsschirme und selbst Zypern rettet, ja, heißt das am Ende, dass alle Schulden vergemeinschaftet werden. Wenn demnächst San Marino oder Andorra in Zahlungsschwierigkeiten kommen, dann werden die auch sagen, ja, wir sind so eng mit Italien verflochten, wir sind so eng mit Spanien verflochten, das können wir für diese gemeinsame Währung nicht zulassen. Das heißt, es gibt dann keine Argumente mehr, das zu tun. Und jetzt wird darüber fabuliert, dass ja das, was in Zypern gemacht wurde,
ja doch auch ein Fortschritt ist. Das will ich durchaus auch ein Stück weit anerkennen. Ja, dass jetzt eine Bank abgewickelt wird, die zweitgrößte Bank abgewickelt wird und gleichzeitig sie auf die größere Bank, auf die größte Bank, auf die Bank of Cyprus fusioniert wird, klingt ja auf den ersten Augenblick erstmal ganz gut. Aber wenn Sie natürlich aus zwei Blinden einen Sehenden machen wollen, dann wird das sehr schwierig. Ja? Das Gegenteil wird nämlich der Fall sein. Sie werden eine neue Zombie-Bank schaffen. Eine, die selbst gar nicht überlebensfähig ist, sondern die nur überlebensfähig ist, wenn die Europäische Zentralbank sie weiter rechtswidrig mit Liquidität ausstattet über die Notenbank Zyperns. Genau das passiert. Die müssen das jetzt aktuell nicht zurückzahlen. Und daran sehen Sie auch, um was es eigentlich geht. Es geht nicht so sehr darum, die russischen Oligarchen oder die russische Mafia zu beteiligen. Nein, man will letztendlich die zyprische Notenbank herausboxen. Und das geschieht über diesen Deal, der gemacht wird. Das ist eigentlich ein Taschenspielertrick, der da stattfindet. Das ist ein übler Taschenspielertrick. Es wird so getan, wie wenn die Richtigen jetzt belastet werden. Aber letztendlich wird der Rechtsbruch, den die zypriotische Notenbank gemacht hat, dieser Rechtsbruch wird quasi versucht zu vertuschen, indem die Lasten, die kleinere Bank eingegangen ist gegenüber der zypriotischen Notenbank, einfach auf die größere Bank übertragen wird, sodass das am Ende wieder sich vielleicht von alleine löst. Aber es wird sie nicht von alleine lösen. Deshalb irgendwann braucht die größte zypriotische Bank wieder Geld und die wird sie natürlich aus den Rettungsschirmen bekommen. Man will jetzt nur die aktuelle Klippe überwinden. Also deshalb ist das nicht wirklich ein Fortschritt, der da aktuell passiert. Was passiert denn jetzt? Und deshalb will ich Ihnen fünf Szenarien dazu vorstellen. Das erste Szenario, das habe ich schon erwähnt, ist, dass die Regeln verschärft werden. Sie erinnern sich, Fiskalpakt, an den sich keiner hält. Das ist auch das, was Sie von den Regelverschärfungen halten sollten. Es wird sich keiner dran halten, die finden auch nicht statt. Das ist alles weiße Salbe. Findet nicht statt, dass die Regeln verschärft werden. Wenn Länder gegen den Fiskalpakt, also gegen die Schuldenbremse, verstoßen, dann gibt es ein zweigestuftes Verfahren, wer dagegen vorgehen kann. Weil ja immer das heißt ja immer automatische Sanktionen und sowas. Ich erkläre Ihnen mal die automatischen Sanktionen gegen den Fiskalpakt. Also, in der ersten Stufe kann vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt werden. In der ersten Stufe kann der Europäische Gerichtshof keine Strafen erlassen, sondern kann nur Fristen zur Änderung der Politik verhängen. In der zweiten Stufe kann er bis zu 1% des Bruttoinlandsproduktes an Strafen verhängen. Okay, ja. Aber einem nackten Mann in die Tasche zu greifen, ist dann auch schwierig. Aber die Frage ist viel entscheidender, wer kann eigentlich klagen? Können Sie klagen? Kann ich klagen? Wer kann eigentlich klagen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen ein Sünderland, das gegen den Fiskalpakt verstößt? Kann die Bundesrepublik Deutschland klagen? Nein. Wir können alle nicht klagen. Auch selbst die Bundesrepublik Deutschland kann nicht klagen. In der Regel nicht klagen. Denn klageberechtigt ist nur ein Triumvirat. Das ist die alte Präsidentschaft in der Europäischen Union, die aktuelle Präsidentschaft und die künftige Präsidentschaft. Jetzt mal eine kleine Quizstunde. Wer war die alte Präsidentschaft? Zypern. Wer ist die aktuelle Präsidentschaft? Irland. Und wer ist die künftige Präsidentschaft? Weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Ja, wenn schon zwei Sünder sich zusammentun, um einen dritten Sünder verklagen zu müssen, dann ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Es wird nicht passieren. Das heißt, es ist auch gar nicht gewollt, dass das passiert. Es wird keine Klagen gegen den Fiskalpakt geben. Das ist eigentlich nur weise Salbe. Es diente dazu, uns zu beruhigen. Es diente dazu, uns zu beruhigen in dem Sinne,
dass wir sagen können, ja, ja, die haben jetzt eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild. Das heißt, das ist dann der Preis für die gewesen, dass wir letztendlich mittelbar unser Steuergeld und unsere Spargroschen auf den Tisch gelegt haben. Das heißt, die Regeln werden nicht verschärft. Das zweite Szenario ist das Szenario der Transferunion. Ja, das wird kommen. Da sind wir mittendrin. Und die Transferunion wird auch neue Dynamik nehmen. Die Europäische Union war ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, immer eine Transferunion. Ja, all das, was die Nettozahler eingezahlt haben, ist umverteilt worden in Europa. Aber Sie erinnern sich noch an das, was ich am Anfang gesagt habe, was ein Staat kann und was nicht. Ja, die Europäische Union kann sich nicht verschulden und kann keine Steuern erheben. Das heißt, das, was Sie an Geld gekriegt haben, konnten Sie umverteilen, aber nicht mehr und nicht weniger. Das hat zwar alles nichts gebracht, aber dennoch ist das die offizielle Politik. Es hat deshalb nichts gebracht, denn wenn man die Ergebnisse der europäischen Politik heute anschaut, ist das eigentlich, ja, könnte man eigentlich heulen. Denn die Industrieproduktion Griechenlands ist heute niedriger als vor der Euro-Einführung. Die Industrieproduktion Spaniens ist heute niedriger als vor der Euro-Einführung. Die Industrieproduktion Portugals ist niedriger als vor der Euro-Einführung. Obwohl Milliarden von Transfers dorthin geflossen sind. Straßen gebaut wurden, Häfen gebaut wurden, Bahnhöfe gebaut wurden. Und daran sehen Sie, dass es nicht notwendig ist, noch mehr umzuverteilen. Das bringt nichts, sondern das schafft nur einen Scheinwohlstand, eine Scheinkonjunktur, die irgendwann dann mal abebbt, wenn darüber keine Autos fahren, keine Busse fahren, in die Häfen keiner landet. Das heißt, so macht man keine richtige Wirtschaftspolitik, sondern zu einer funktionierenden Marktwirtschaft gehört eben was ganz anderes. Da gehört dazu, dass Sie rechtssicher investieren können, dass Sie Eigentum übertragen können, dass Sie eine funktionsfähige Bürokratie und Steuerverwaltung haben. Das ist das Entscheidende, dass es keine wenig Korruption gibt. Das ist viel, viel wichtiger, als irgendwelche Subventionen zu verteilen. Aber genau Letzteres, das ist der Weg, den die Rettungseuropäer künftig weitergehen. Die Kanzlerin hat vorgeschlagen, für die EU, für die Euro-Staaten einen eigenen Haushalt zu schaffen. Ja, warum schlägt sie das vor? Ja, damit sie noch mehr Subventionen Europa verteilen kann. Und wieso macht sie das? Naja, weil sie Druck ausüben will auf diese Länder, damit dort Veränderungen stattfinden. Also ein Umerziehungsprogramm entsprechend mit irgendwelchen Goodies zu begleiten. Das heißt, diese Transferunion, das ist beschlossene Sache. Nur jetzt ist leider das Problem, dass sie unbegrenzt ist. Bisher war sie begrenzt auf den EU-Haushalt und künftig ist sie unbegrenzt aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der Rettungsschirm oder die Rettungsschirme. Ja, da kann man ja noch argumentieren, die sind irgendwo dann doch begrenzt, erstmal. Aber das zweite ist die EZB, die Europäische Zentralbank. Sie hat ihre Tradition eigentlich in der deutschen D-Mark, in der deutschen Bundesbank, in ja, der Stabilitätskultur der Deutschen Bundesbank oder der D-Mark. Und sie hat seit Beginn der Finanzkrise das einfach beiseite gewischt und sie ist eigentlich zu einer lateinoeuropäischen Währung und Währungsbehörde geworden, die im Kern das macht, was diese Länder immer gemacht haben, Geld drucken, um damit Probleme zu lösen, Inflation zu erzeugen. Und das kann sie unbegrenzt, weil Deutschland keine Sperrminorität hat. Ja, die Nehmerländer sind in der Mehrheit. Malta, Zypern haben genauso viele Stimmen wie Deutschland. Obwohl die einen Bruchteil unserer Volkswirtschaft in Leistung haben. Obwohl sie keine nennenswerten Banken haben, werden sie trotzdem in dem entsprechenden Ausschuss genauso gewichtet wie Deutschland oder Frankreich oder die Niederlande. Das heißt, da findet eben der Einstieg in die unbegrenzte Transferunion statt. Ich glaube aber, das wird nicht dauerhaft halten. Irgendwann werden zwei Gruppen sich entscheiden müssen.
entweder die Nehmerstaaten oder die Geberstaaten. Die Nehmerstaaten, glaube ich, finden das auf Dauer auch nicht toll, wenn sie immer von außen gesagt bekommen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Ja, es werden immer die stolzen Griechen genannt, die stolzen Zyprioten, die stolzen Spanier. Ja, wenn die immer gesagt bekommen von außen, welche Gesetze sie zu verabschieden haben, welche Steuern sie zu erhöhen haben, welche Ausgaben sie zu kürzen haben, ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren kann. Wir haben geschichtlich genügend Erfahrung damit, wo das endet vielleicht. Das heißt, am Ende muss der Erkenntnisgewinn von innen kommen und das kann man nicht von außen aufdrücken. Das werden die auf Dauer nicht mitmachen. Und wenn es die nicht mitmachen, machen es die anderen nicht mit, die es zahlen müssen, die die Transfers leisten müssen. Irgendwann werden die sagen, wenn es vielleicht nicht mehr so gut läuft, jetzt wollen wir doch mal über die Details sprechen. Welche Sicherheiten haben wir? Ja, welche Ausstiegsmöglichkeiten gibt es? Ja, so wie es die Finnen aktuell machen. Das sind wir vielleicht nicht die Ersten, die diese Diskussion beginnen, aber andere werden es tun. Ja, und dann wird dieser Währungsraum nach meiner tiefen Überzeugung nicht diesen Bestand haben, den er heute hat. Es ist ein Irrglauben zu meinen, die Währungsunion könnte mit den 17 Währungsländern weiter bestehen. Das wird nicht sein, sondern die Währungsunion wird irgendwann weniger Mitglieder haben. Und ich meine, man muss es eben koordiniert machen. Es muss eine Ausstiegsmöglichkeit aus der Währungsunion geben. Entweder für die, die nicht wollen, oder die, die es nicht können, oder die, die die Solidarität aller missbrauchen, indem sie die Währung an sich gefährden, in seiner Gesamtheit gefährden. Auch für die muss es eine Ausschlussmöglichkeit geben. Es kann ja nicht sein, dass ein Land bei Rot über die Ampel fährt und alle anderen sollen die Strafzettel bezahlen. Ja, und das machen die fortgesetzt. Das kann nicht richtig sein. Da muss es Möglichkeiten geben, dieses Land auch vor die Tür zu setzen. So bitter das ist. Aber diese Möglichkeit muss es geben. Ansonsten verhalten sich alle unsolidarisch irgendwann, fahren alle bei Rot über die Ampel. Ja? Und irgendwann kann keiner mehr die Strafzettel bezahlen. Also das heißt, es muss Ausstiegs- und Ausschlussmöglichkeiten innerhalb einer Eurozone geben. Und es muss gleichzeitig auch die Insolvenz von Staaten und von Banken zugelassen werden innerhalb des Euro-Gebietes. Und dann kann jedes Land entscheiden, ob es drinbleiben will oder nicht. Da will ich gar nichts vorschreiben. Das muss jedes für sich entscheiden, ob sie ihre Anpassungsprozesse, die immer bitter sind, innerhalb des Euros machen wollen oder außerhalb des Euros. Ich glaube, außerhalb des Euros ist dann für viele Länder dann einfacher, weil sie die Abwertungsmöglichkeiten haben. Aber sei es drum, sollen sie selbst entscheiden. Will ich nicht vorschreiben. Entscheidend ist es, dass es die Möglichkeit gibt, auszusteigen. Und wenn die einen aussteigen können, heißt das auch, dass das Land östlich der Niederlande aussteigen kann. Und wenn das Land östlich der Niederlande aussteigen kann, dann übt er so viel Druck auf alle anderen aus, dass sie dann eventuell doch vernünftiger werden am Ende. Das heißt, es muss ordentliche Regeln in der Europäischen Union geben. Wenn das nicht passiert, dann ist das, was ich marktwirtschaftliche Geldordnung bezeichne. Dann werden wir das Inflationsszenario erleben. Dann wird die EZB viel, viel stärker einsteigen, um die Staatshaushalte zu finanzieren, als das heute schon der Fall ist. Und das ist dann das letztendlich der Anfang vom Ende. Und deshalb will ich Ihnen eine Grafik zeigen. Eine Grafik zeigen, wie eigentlich diese Krise entstanden ist. Und da bin ich bei meinem zweiten Teil, da ist nicht ganz so lange, keine Angst. Jetzt lädt er ein bisschen. Also wie ist eigentlich diese Krise entstanden? Sie ist ja nicht über Nacht gekommen, sondern sie ist eigentlich eine Krise des Geldsystems, in dem wir uns befinden. Und deshalb will ich Ihnen mit dieser Grafik, wenn es gleich möglich ist, zeigen, Computer vor dem Bildschirm, vorne. Ah ja, jetzt geht's, super. Kann man, glaube ich, erkennen. Also die
Ich beschreibe es Ihnen, was Sie da erkennen oder nicht erkennen. Das zeigt die 10 Jahre vor Ausbruch der Krise in den Vereinigten Staaten. Zwischen 1998 und 2008, 2009. Die unterste Linie, die zeigt Ihnen das reale Bruttoinlandsprodukt, also das Wachstum in den Vereinigten Staaten. Das ist in diesen 10 Jahren um 30% gewachsen. Die blaue Linie können Sie mal weglassen. Die rote Linie zeigt die Entwicklung der Geldmenge, also das, was die Notenbank und die Banken an Geld produziert haben. Und das ist in der gleichen Zeit um 120% ungefähr gestiegen. Und die Kreditmenge, also das, was Banken an Kredit vergeben haben, das ist in der gleichen Zeit um 140% gestiegen. Das heißt, in Amerika hat man in einer prosperierenden Phase mit immer mehr Kredit und damit Geld ein bescheidenes Wirtschaftswachstum von 30% erzielt. Das war eine gute Phase. Wer ist jetzt reicher geworden durch dieses viele Geld? Ja, einige schon. Ja? Das waren die, die das Geld verteilt haben. Und wer verteilt das Geld in einer Marktwirtschaft oder in so einer Marktwirtschaft? Das sind die Banken und der Staat über seine Notenbanken. Denn die Banken produzieren Geld durch Kredit, durch Knopfdruck. Immer wenn eine Bank einen Kredit vergibt, produziert sie Geld. Es ist nicht so, dass Sie vorher dieses Geld gespart haben und der Bank gegeben haben und die Bank dann dieses Geld an einen anderen weiterverleiht, wie man sich das vielleicht naiv vorstellt. Nein, die Banken können ein Vielfaches davon, von ihrem Ersparten an Kredit und damit Geld produzieren. Das nennt man Geldschöpfung. Und diesen Geldschöpfungsprozess, der ist hier abgebildet. Das ist letztendlich das Wachstum der Geldmenge und der Kreditmenge. Also sie ist viel, viel stärker gestiegen als die reale Wirtschaft. So, und das Geld und dieses billige, dieser Kredit, der ist aber auch angekommen irgendwo. Eben wie gesagt, beim Banken und bei denjenigen, die investiert haben in Immobilien in Amerika. Ja, in Immobilien. In Amerika hat diese Entwicklung einen Immobilienboom ausgelöst. Es war verbunden mit niedrigen Zinsen der Notenbank. Jeder konnte sich eine Immobilie leisten. Die Immobilien sind aufgrund der Nachfrage im Wert gestiegen. Die Beleihungswerte dieser Immobilien sind gestiegen. Man konnte sie zusätzlich beleihen, konnte Kredit aufnehmen, konnte damit noch ein Auto kaufen, in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Aber irgendwann haben die Investoren und die Banken gemerkt, diese Häuser sind doch nur aus Holz und nicht aus Stein. Haben sich daraus zurückgezogen, haben ihre Schlüssel abgegeben bei der Bank. Die Bank sind auf den Krediten sitzen geblieben, auf den Immobilien und dann auch auf den Krediten sitzen geblieben. Ja, sie mussten die abschreiben, die Kredite. Sie waren notleidend. Wenn Banken Kredite abschreiben müssen, was passiert dann? Dann geht das auf deren Eigenkapital. Und was haben Banken nicht? Eigenkapital. So, das heißt, sie waren pleite. Und was macht man, wenn man pleite ist als Bank? So wie in Zypern jetzt, man fusioniert. Man fusioniert zu größeren Einheiten oder man geht zum Staat und sagt, wir sind systemrelevant, ihr müsst uns jetzt helfen. Der amerikanische Staat hat gesagt, ja, das wollen wir jetzt nicht, dass jetzt die ganzen Häuslebauer pleite sind, die Banken auch noch pleite sind, das wollen wir nicht. Wir sozialisieren das Problem, sagen der Notenbank, sie soll noch mehr Geld drucken, die Zinsen noch billiger machen. Und am Ende führt das dann dazu, dass sich das Problem von alleine löst. Und das hat sich auch ein Stück weit, zumindest gefühlt, von alleine gelöst. Die oberste Linie macht ja zuerst einen Knick nach unten, da, hier oben, da. Zuerst einen Knick nach unten und dann geht es wieder nach oben. Das war der Zeitpunkt, wo die amerikanische Notenbank die Zinsen noch billiger gemacht hat und die Staatsanleihen aufgekauft hat, weil sie nicht wollte, dass der Gesundungsprozess, der da eigentlich eingetreten sollte, dass der stattfindet. Sondern sie haben noch mehr Luft ins System gepumpt, haben die Zinsen billiger gemacht, ja, haben eigentlich das verstärkt gemacht, was zur Krise geführt hat.
Und jetzt glaubt man, man könnte da rauswachsen. Das ist ja der Glaube der Retter. Sie glauben letztendlich, durch das billige Geld könnte man jetzt da rauswachsen. Die Immobilienkrise würde sich ins Nirvana verabschieden. Aber das wird sie nicht tun. Und wir meinen eben, in Europa seien wir wesentlich besser. Das ist eine andere Folie, das ist nicht die gleiche Folie. Das ist der Euroraum. Gleiche Zeit, anderer Ort. Die Wirtschaft in Europa, im Euroraum, ist in dieser Zeit um 20% gewachsen, die unterste Linie. Die Geldmenge ist um 126% gewachsen und die Kreditmenge ist um 160% gewachsen. Das heißt, wir haben die gleichen Ursachen, aber auch die gleichen Probleme. All das, was wir aktuell in Europa erleben, ist mehr oder weniger auch eine Immobilienkrise. Spanien hat seine Probleme im Wesentlichen durch den Immobiliensektor. Ja, in Spanien sollen 1 bis 1,5 Millionen Immobilien leer stehen oder unvollendet sein, die alle finanziert wurden durch Banken und die jetzt alle notleidend sind, ja, die Banken, weil die Immobilien keiner haben will. Ja, weil die Kredite notleidend sind und das geht auf das Eigenkapital dieser Banken, sie werden zwangsfusioniert. Ja, und da sie immer größer werden jetzt in Spanien, sagen sie irgendwann mal, oder haben sie gesagt, wir sind systemrelevant, ihr Staat müsst uns helfen, oder du Staat musst uns helfen. Und der Staat sagt, ich bin zwar die viertgrößte Volkswirtschaft, aber das Problem kann ich nicht lösen. Das müsst ihr in Europa lösen. Und dann haben gesagt, wir wollen einen Rettungsschirm. Und Spanien hat dann gesagt, ja, wir wollen aber nicht so einen harten Rettungsschirm wie die Griechen, wo wir so Anpassungs- und Umerziehungsmaßnahmen bekommen, das wollen wir nicht. Wir sind eine stolze Volkswirtschaft, wir haben eine Jahrhunderte, jahrtausendlange Geschichte, wir wollen nicht das. Wir haben auch nicht diese Probleme wie die Griechen, ja? Sondern wir haben eigentlich nur ein Problem mit unseren Immobilien. Und das müsst ihr lösen. Und das ist dann auch vereinbart worden. Gut, man hat dann ein bisschen außer Acht gelassen, dass die Spanier auch 25% Arbeitslosigkeit haben, fast 60% Jugendarbeitslosigkeit, also so ganz in Ordnung und alle Hausaufgaben scheinen die auch nicht gemacht zu haben, aber daran sehen Sie, dass in Europa mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Die Großen kriegen ein paar Vergünstigungen und bei den Kleinen wird die Daumenschraube angezogen. Gut, wie lösen wir das Problem? Im Kern genauso wie die Amerikaner. Wir pumpen auch immer mehr Geld ins System. Ja, wir machen die Zinsen auch historisch niedrig und glauben, naja, dass die 1,5 Millionen Immobilien in Spanien dadurch verschwinden. Aber sie werden nicht verschwinden, sie werden immer noch da sein. Auch die Staatsausgabenkrise in Griechenland wird mehr oder weniger nach wie vor vorhanden sein. Ja, denn im Verhältnis zu seinem Bruttoinlandsprodukt hat Griechenland immer noch einen der höchsten Militäretats in ganz Europa. Ja, und es wird am Ende... Ja, werden Sie eben nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Was ist notwendig? Ich habe gesagt, ich habe das in zwei Teile eingeteilt, das ist eigentlich der zweite Teil. Ich wollte Sie sensibilisieren für die Frage, dass wir eigentlich eine Mutter der Krisen haben. Und die Mutter der Krise ist eine Krise des Geldsystems. Eine Krise des Geldsystems, die Geld aus dem Nichts produzieren kann. Die eben nicht auf Sparen von Ihnen oder von mir oder von anderen beruht, sondern die im Kern ein planwirtschaftliches Projekt ist. Es gibt eine Planbehörde, in Europa sitzt die in Frankfurt, in einem hohen Turm, demnächst ganz neu eröffnet, ja, wo eine Behörde entscheidet, wie die Konjunktur in den nächsten Jahren sich entwickelt und die deshalb entscheiden, ob sie den Geldhahn aufdrehen oder zudrehen. Das hat mehr oder weniger ein paar Jahrzehnte einigermaßen funktioniert. Aber jetzt stellt man fest, dass dieses Geld aufdrehen und Geld zudrehen irgendwie gar nicht mehr bei der realen Wirtschaft ankommt. Ja? Und die Banken sich nur noch untereinander gegenseitig befruchten. Aber dass es nicht mehr in der Wirtschaft ankommt. Ja? Die Wirtschaft darbt in Südeuropa, unabhängig davon, wie viel Geld da jetzt reingepumpt wird. Also, das heißt, wir müssen eigentlich zu solidem Geld zurückkommen, zu gutem Geld zurückkommen, das eben auf Ersparnissen beruht. Das ist ein schmerzhafter Prozess.
Deshalb ist das auch keine einfache Lösung, dahingehend da wieder zurückzukommen. Aber es ist trotzdem notwendig. Es ist notwendig deshalb, weil dieses Projekt, das ist endlich. Das geht nicht mehr lange gut. Das wird sich korrigieren. Das wird sich bitter korrigieren. Und das wusste nicht nur ich, sondern das wusste auch Walter Eucken. Walter Eucken war der Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft. Er hat in seinem Leben zwei Währungsreformen erlebt, 1923 und 1948. Und er war Volkswirtschaftsprofessor in Freiburg, und er hat in seinen Grundlagen der Wirtschaftspolitik jemand zitiert, der jetzt nicht verdächtig ist, für marktwirtschaftliche Thesen besonders einzutreten, nämlich Lenin. Für die Jüngeren, das war kein Liberaler. Dieser Lenin soll gesagt haben, wer die bürgerliche Gesellschaft zerstören will, der muss ihr Geldwesen verwüsten. Und ich finde, wir sollten als Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft nicht selbst dazu beitragen. Vielen Dank. Ja, Herr Schäffler, vielen Dank für Ihre Reise in die Entwicklung rund um den Euro, in der Sie zum einen Ursachenforschung betrieben haben, einige Szenarien, wie es weitergehen könnte, aufgezeigt haben und darüber hinaus auch einige Fingerzeige, wie möglicherweise die Krise doch noch bewältigt werden kann.